Liebe Anna, jetzt, nachdem du mir den neuen Computer eingerichtet hast, soll meine Enkeltochter auch die erste E-Mail von mir erhalten. Dein Interesse an Technik und dein Talent für logisches Denken habe ich schon früh bei dir beobachten können. Bei unserem Gespräch über deine Zukunft hatte ich das Gefühl, dass du noch nicht entschieden bist, ob die Firma deiner Eltern auch für dich eine Perspektive darstellt. Auch dein Vater war in deinem Alter unsicher, ob dem Bauen tatsächlich unsere Zukunft gehört. Schließlich sei doch schon so viel Aufbauarbeit geleistet worden und der Bedarf an neuen Straßen, Häusern und Wohnungen in Zukunft vielleicht nicht mehr so hoch. Doch ich konnte ihn davon überzeugen, dass die Menschen in jeder Generation ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit haben. Dass eine moderne und funktionierende Infrastruktur die Grundlage einer starken Wirtschaft darstellt. Dass der Hoch-, Tief- und Straßenbau auch zukünftig wichtig für unser gemeinsames Zusammenleben ist. Heute stehen wir vor neuen Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Du und deine gesamte Generation werden dringend benötigt, die moderne Gesellschaft mitzugestalten. Wohnen und Arbeiten müssen zukünftig viel flexibler werden und dabei nachhaltig sein. Wir müssen nicht nur alternative Energiequellen erschließen, sondern sofort damit beginnen, Energie im großen Stil einzusparen. Dazu benötigen wir neue, energieneutrale Gebäude und eine Infrastruktur, die sich an diesen Werten orientiert. Für einen Menschen mit deinen Interessen bieten sich in unserer Branche vollkommen neue Perspektiven. Digitale Simulation und Virtualisierung werden nicht nur die Planung im Bau, sondern zukünftig auch unsere Produktionsprozesse revolutionieren. Das Spektrum des Bauens reicht von der Entstehung der Baustoffe bis zum Recycling der bestehenden Bausubstanz. Aber das Schönste an unserem Beruf ist es, eine Idee in die Realität umsetzen zu dürfen. Aus einem Plan etwas Konkretes zu erschaffen und zu sehen, wie ein Bauwerk entsteht und wächst. Und am Ende für viele Generationen existiert.